Guten Abend, Frau Strasburg, guten Abend, Herr Görens. Guten Abend. Seit der vierten Stunde hat das EU-Parlament einen neuen Präsidenten, eine Person von Antonio Tajani. Für ihn zu wählen, hat es dieses Jahr nicht mehr wie vier Tiere gebraucht. Das hat man die letzte Jahr 1982 wie Peter Dankert zum Präsidenten gewählt. Die eng behauptet, wir gut an erfrischend zu sehen, dass wir endlich nicht einen demokratischen Prozess bei der Wahl vom Parlamentspräsidenten hatten. Die anderen so ein, es wäre aber trotzdem das Bild, das Parlament nach außen aufgehen hat, wäre nicht unbedingt das gewischt, was man an Zeiten wie diese gebraucht hat. Wie sieht ihr das? Also die anderen Wahlen für drin, die wären noch demokratisch. Das ist das nicht so lange gedauert. Na ja, hat man vier Gänge. Das lässt darauf schließen, dass die Einzelfraktionen, die Hauptfraktionen, die Majoritäten hätten zustande bringen, sich nicht konnten zusammenschließen, die nicht zusammenfanden. Das ist schön. Ich bedauere, dass persönlich weil die Majorität, die wir kriegen, das nicht breit genug mit dem Prozess als demokratisch, ohne Zweifel. Das bedeutet, dass das Parlament funktionsfähig ist und dass es führen kann und erbischt für die nächste 25 Monate. Weil, wenn wir die Wahlkampagne wegschrellen, wegschrellen von 2019, bleibt es am Anfang nicht viel weiter. Bon, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden mit dem Tag, weil es eine verpasste Gelegenheit für nach außen, die Messagen können zu vermitteln, die wir als Parlament hätte können machen. Weil das kein Tag am enger Legislaturperiode von 5 Jahren, wo in so viele Möglichkeiten hat, für sich und Medien zu adressieren, wie gerade den Tag von der Wahl vom Präsidenten. Ich verrate noch kein Geheimnis, wenn ich so, dass die neueste Gegend gehabt, wenn Martin Schulz eine Feiertkandidatur angestrebt hat. Das hat er finalement nicht gemacht. An einem Kommuniqué so dir carrément, dass den Schulz als Präsident nicht ersetzt ging. Was hat den Präsident Schulz gehabt, was den Herr Tajani nicht tut? Der Präsident Schulz hat durch seine Vielsprachigkeit hat erstens überall eine Audienz gehabt, am Französischsprachigen, am Deutschsprachigen, am Englischsprachigen Bereich und also breite Teile von der europäischen Gemeinschaft aufgedeckt mit seinen Botschaften. Er hat auch etwas gesagt, was das Parlament an sich engagiert hat. Er hat fertig gesprochen, dass das Parlament an seiner Bedeutung nach außen, an seiner Perzeption nach außen, ein ähnliches Attention geschenkt wird wie andere Institutionen wie die Kommission oder die Europäische Zentralbank oder die Kurdjustiz. Also fertig spricht das Parlament zu emanzipieren. Das Parlament, was mir selbst was abgetreten ist, was die Rechte, die es am Laufe der letzten Generationen gekriegt hat, sich erhofft hat, und hat die voll und ganz zum Durchbruch. Und hat Europa eint von den Gesichtern, das Parlament hat die Gesichter, dann das Parlament hat der Böse, wie gesagt, eine ganz große Visibilität gegeben. Was wichtig ist, was die Politik muss erklärt gehen, ob ich verständlich meine, dass die Bürger sich auch durch einen Rimm fanden. An seiner Beliebtheitsgrad in Deutschland beweist auch, dass er so falsch nicht kann leiden. Denn Herr Tajani sieht ja ganz klar, ich habe keine eigene Agenda, ich bin der Präsident vom Parlament und ich drohe da daraus nach draußen, was das Parlament von mir erwartet. Was erwartet ihr vom Präsident Tajani? Es gibt zwei Erwartungen, Erwartungshaltungen, die sich ein Präsident oder eine Funktion vom Präsident richten. Ich denke, dass der den an ihm ein Kollege, gesagt, der Primus inter pares, wie heißt, in den bisschen über die anderen steht, aber nicht so viel raus, ragt. Das ist eine Haltung, die es am englischsprachigen Raum in Großbritannien als der Präsident, der Speaker. Der Speaker, der von der dritten Zeit. Er guckt, dass die Ordnung am Saal ist, wenn es viel chaotisch geht, greift er an, dann kann man eine Suspension der Seance provozieren. Das ist eine Funktion, die ich auf Deutsch ging, bezeichnen als Gruß August. Das geht aber nicht durch. Die Europäer brauchen keinen Gruß August, die Europäer brauchen eine Politik, die ihnen am Alltag auf ihre Schwierigkeiten entfernt. Insofern die Europäische Union Kompetenz nicht für die Ausübung. Dann macht Martin Schulz hat den ganzen Spielraum, den er hat, politisch zu seiner Verfügung stehend, gestaltet Gesetze, die am Parlament gestimmt, was hier präsidiert hat, und hat voll und ganz ausgenutzt, am Ende von der Europäischen Union. Lücken die Sonne wird zu weit gegangen. Es hat keinen Moment, meines Wissens, ekartiert von Majoritären, von Majoritätsbeschlüssen, die am Parlament geholt haben. So gesehen kann der Präsident, ohne zu viel tendenziös zu gehen, aber nach ganz viel Politik machen. Das hat Martin Schulz gemäht. Nicht zum Beispiel um Rapport von den fünf Präsidenten hat geschafft, die ausgelotet haben, was er müsste können machen. Bis am Anfang von den 20er Jahren von diesem Jahrhundert. Und hat sich lediglich von der Ansicht, dass es extrem schwer geht, für die Verträge zu ändern, die Basis zu erstellen vom primären Recht von der Europäischen Union.
Hët wie gesot allkeiers wann seg Opportunitéit a ginn huet versicht och dore selbst ze mecher, fir kënnen et neue Europäer op hier froen, hier bedenken, hier Befeeschtungen, hire Wädungen zentren. Die Liberalfraktion am Europaparlament huet hire Kandidat iwwerraschend kurz vir hun der Wahl zréckgezuun, de Guy Verhofstadt ass also nëmi Kandidat gewircht, huet awer am Platz en Ofkommes mat der Europäesche Volkspartei der gréisster Fraktion am Europaparlament ofgeschloss. An sech do bei eng Reihe wichteg Posten am Europaparlament gesichert, an och eng ze summen abecht op liberal wichtegen Themen. Dat ganz huet natürlich se Preis. Die Liberal hunn majoritär den Antonio Tajani als Kandidat ënnerstëtzt. Wéige si Dir, déi weider ze summen abecht mat der EVP, fir an allem op se wichtegen Dossier wie intern Sécherheet, Migratioun oder wirtschaftspolitische Froen, wann ech dann ëmmen e puer nenne soll. Die grösst Froe ass déi, wat kann d'Europäescht Parlament lohn nach dozu beidroen, dat den europäeschen Konstruktionsprozess weitergeht, dat d'europäesche Integration sich weiterentwickelt, wissend, dat die Koalition, die lohn zustande kommt, was nicht durchgeht, fähig Majorität zu bilden. Da kriegen wir Zufallsmajoritäten, darüber bauen die keine Planungssicherheit, die leider wir hätten, die in der europäischen Entwicklung und der europäischen Politik interessiert sind. Dat wat ich bedauern ass echens, dat den Guy Verhofstadt sich strecke zu nett. Nut keng Aussicht gehabt fir eng Koalitionun ze schmieden mat Sozialisten, mat Grengen an mat Christdemokraten. Dat ass em so mit ze bedauer, well hin den eenzeg gewichtcht fir den am Schulz seg Fousstapfen het kënnen treden. Ja Tajani bei allem Respekt wär dat warscheinlech net hi kreien. Doriwer raus ass wann en de Speecher wef mé Berlusconi, dat flläich net die allerbeste Referenz fir eng europäesch Instituioun ze presidéieren. Dat wat ech bedauern ass, dat et wie gesot hai europäesche Plan wouel en Usatz ginn huet fir an d'Richtung majoritär Kontroll vum Exekutiv ze kreien, wie dat un nationale Plan de Fall ass. Mi hunn zu Lëtzebuerg eng Regierung, mi hunn eng Majoritéit, hunn eng Oppositionun, klar Verhältnisse, wir haben das an der Belge, wir haben das praktisch in allen Ländern, man ist dann vielleicht von denen, wo es eine Minoritätsregierung gibt. Um europäische Plan haben wir zwar keine Regierung, aber eine Exekutivgewalt, die ähnlich Funktionen assumiert wie eine Regierung, das ist die Kommission. Da gehen Kommissäre, die kommen von der christdemokratischen Seite, andere, die kommen aus dem sozialistischen Bereich oder auch Liberale. Es hätte in Jean Funken erwähnt, dass drei politische Formationen am Europäischen Parlament sich zusammengedrungen hätten, für die Majorität können, zu unterstützen. Weil ich gesehen habe dafür, dass die sozialistischen Kommissäre in der Kommission sind, Lobemol nicht mehr gegen Verdingen unterstützt zu gehen. Und ihre Politik hat sich nicht geändert. Das ist in der Komposition und der Strukturation vom Europäischen Parlament, wo sich etwas geändert wird. Wenn das der Fall ist, haben wir kriegen da Probleme, an der weiteren Entwicklung von der Europäischen Union, da wäre das die Wahl, die dünnst getroffen auf wirklich kein gut Wahl. Da wäre das ein Dach, den echter an die Richtung geht von einem Teil vom Problem wie ein Teil von der Lösung. Gut, ich sage vielmals merci. Gern geschieht. Einen schönen Abend. Gern geschieht.